Stavenhagen, Reuterstadt im ländlichen Mecklenburg und Produktionsstandort von Pfanni. Hier schafft EEW seit 2007 Energie aus Abfall. Aus mehr als 100.000 Tonnen Ersatzbrennstoffen werden Prozessdampf und elektrische Energie für die Herstellung von Kartoffelprodukten und Strom für die Region. Die Ersatzbrennstoffe stammen vorwiegend aus der nur 12 Kilometer entfernten mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage. Dort werden die gesammelten Abfälle der Region aufbereitet und in unserem Heizkraftwerk sicher und emissionsarm verwertet. Aber wie funktioniert Energieproduktion aus Abfall? Der Abfall wird angeliefert und im Müllbunker gesammelt. Über den Aufgabetrichter gelangt der Abfall, der auch ein guter Brennstoff ist, in den Kessel. Die hohen Temperaturen zerstören weitestgehend alle Schadstoffe. Mit dem hier erzeugten Wasserdampf werden Prozessdampf und Strom produziert. Was mit dem Rauchgas passiert? Durch die Eindüsung von Harnstofflösung in den Feuerraum werden bereits im Verbrennungsprozess entstehende Stickoxide in umweltneutralen Stickstoff umgewandelt. In der folgenden Rauchgasreinigung werden durch mechanische Filter und Zugabe weiterer chemischer Wirkstoffe Stäube, schädliche Gase, Schwermetalle und organische Schadstoffe herausgefiltert. Erst dann verlässt die gereinigte Abluft den Kamin. Die festen Reststoffe des Verbrennungsprozesses werden ebenfalls aufbereitet und wiederverwendet. Davon gleich mehr. Wir in Stavenhagen produzieren jede Woche aus regionalem Abfall Energie auf umweltschonende Weise. Und das beginnt schon im Bunker. Leichter Unterdruck sorgt dafür, dass keine Gerüche oder Emissionen nach außen dringen. Die abgesaugte Luft wird als Verbrennungsluft genutzt. Hier im Bunker wird der Abfall kontinuierlich gemischt. Schließlich braucht das Feuer im Kessel Material mit gleichbleibendem Heizwert. Mit der Wärmeenergie des Kessels werden stündlich rund 52 Tonnen Dampf erzeugt. Mit enormer Energie treibt er die Turbine mit nachgeschaltetem Generator an. So generieren wir Strom für umgerechnet tausende Haushalte. Über Kraft-Wärme-Kopplung entsteht zudem Prozessdampf, der die komplette Produktion bei Pfanni sichert, die gleich nebenan liegt. Beim Verbrennungsprozess bleibt Schlacke übrig. Sie wird im Wasserbad gekühlt und über Magneten von Metall befreit. In einem zweiten Schritt werden bei der Schlackeaufbereitung weitere Metalle wie Kupfer, Aluminium und Edelstähle zur Wiederverwertung aussortiert. Die Schlacke selbst kann zum Beispiel im Straßenbau als Ersatz von Naturbaustoffen dienen. Bei uns in Stavenhagen hat Umweltschonung oberste Priorität. Das zeigt die Rauchgasreinigung. Die Qualität der gereinigten Abluft wird fortlaufend gemessen und von den zuständigen Aufsichtsbehörden kontrolliert. Und die bestätigen: Wir halten die strengen gesetzlichen Grenzwerte nicht nur ein, sondern unterschreiten diese meistens deutlich. Am Ende bleiben vom Rauchgas Flugasche und Filterstaub übrig. Sie werden abtransportiert und zum Verfüllen alter Bergwerkstollen genutzt. EEW Energy from Waste produziert in Deutschland und dem benachbarten Ausland Energie aus den Abfällen unserer modernen Gesellschaft. Abfälle, die in weiten Teilen organischen Ursprungs sind. Damit tragen wir deutlich zur Schonung fossiler Ressourcen und dem Rückgang der Treibhausgasemissionen bei. Ein Zeichen für das Reinheitsgebot der Luft, das wir jeden Tag mit Überzeugung setzen. Denn wir tragen Verantwortung. EEW. Energy from Waste.